Oh Mann, ey. Oh. Ah. Gut. Dann nutzen. Das ist doch scheiße. Dann nutzen wir das, um das mal kurz zu erklären, was ich hier vorhatte. Also, hier ist unsere Ark Storytime Base. Wir sind offensichtlich hier so. Hier in dem Bereich ist unser Floß. Ich glaube, hier müsste unser Floß sein. Mit der Wolle drin. Die wir offensichtlich brauchen. Ich brauche irgendwie eine Rüstung mit am Start, jetzt die auch gegen Kälte gut ist. Und in. Hier ist ja der Sumpf, glaube ich, ne? Hier geht es über den Sumpf. Und hier in dem Bereich ungefähr sind die Biber. Problem ist jetzt aber. Ich muss jetzt erstmal. Hier spawnen. Wir brauchen eine Axt. Wir müssen ein Bett unbedingt haben, weil sonst wird es nämlich jetzt richtig ätzend. Das habe ich noch die ganze Zeit nicht gemacht. Das Schlafsack löst sich jetzt auf. Das ging aber übel schnell, ne? Ich hatte doch 50 Leben noch. Muss mal kurz orientieren hier. Ach, ätzend, ey. Ich sterbe wahrscheinlich jetzt gleich wieder. Ich habe jetzt schon den übelsten Verlust. Das war klug. Das ist ja heftig. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass es so runtergegangen ist. So, aber das reicht schon aus, um mich zu wärmen. Glaube nicht. Habe ich hier kein Lagerfeuer? Okay, ja, wir müssen irgendwie warten, bis die Nacht einigermaßen rum ist. Oder ich muss mit dem Para gleich auf Tour gehen. Das ist jetzt halt noch der einzige Dino, den wir haben, ne? Der Para. Und der Agi steht da halt. Aber das ärgert mich. Ach, das ärgert mich. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Und ich dachte noch, ja, komm, ich gehe auf 300 Leben, weil ich habe mit Resistenz momentan keine Probleme. Und es wurde in den Kommentaren gesagt, einmal, ne, 20 jetzt wohl eher. Dann passt das. Rechtsklick geht immer noch nicht. Wir brauchen ein Bett. Einfaches Bett, das ist jetzt ganz wichtig. Die Fundamente habe ich ja alle dabei gehabt, geil. Aber Bett können wir uns trotzdem craften. Was braucht man denn dafür für ein Bett? Ich denke, das ist das Bett, aber das ist nicht das Bett. Hier ist das Bett. Fasern, Leder. Ja, dann machen wir lieber ein Dings draus. Ich habe halt auch alles im Agi, ne? Ja, ich habe wirklich alles im Agi. Naja, wie viel Bewegungsgeschwindigkeit habe ich? Ich habe ja 151 Bewegungsgeschwindigkeit, ich habe 160 Ausdauer. Ich warte mal kurz auf mein Leben, dass das wieder kommt. Wir warten ein bisschen den Tag ab. Ich kann gleich ein paar Sachen farmen, dass wir irgendwie Axt und Spitzhacke haben zum Beispiel. Würde ich sagen. Das sind 2003 Kilometer, die ich laufen muss. Okay. Durch unwegsames Gelände. Wärmeresistenz minus 19. Was heißt denn das? Temperatur sind aktuell 11 Grad, aber 11 Grad wahrscheinlich hier an dem Ding, oder? Wir sind im Rachen. Klingt ja auch lecker. Bin ich gerade crouchig hier einfach schon, sag ich mal, nicht so klein. Ich habe überlegt, mit dem Para loszulaufen, ergibt aber keinen Sinn. Iguanodon wäre krass, aber dafür müssen halt Sachen craften. Schnellste Weg ist, glaube ich, das wirklich zu tryen, dahin zu kommen. Zu Fuß. Einfach zu laufen und zu hoffen, dass das Wetter einigermaßen passt. Warum bin ich dahin geflogen? Ich wollte Zement haben, damit ich eine Wasserflasche habe, weil mich das genervt hat. Okay. Dann wollte ich weiterfliegen, um das Zeug zu holen. Das holen wir auch. Das ist jetzt erstmal wichtig. Kleiner Rückschritt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Temperaturen sind. Natürlich, jetzt haben wir schon 23 Grad auf einmal hier um 3:20 Uhr. Hast du Beeren dabei, ne? Du hast ja welche. So, baller mal den Stack raus. Q halten. Genau, perfekt. Waren wieder im falschen Dingens drinne.
dass wir einfach Beeren haben zum Gegenheilen und angeblich ja auch Nahrung. Okay, aber die Temperatur ist jetzt bei 27 Grad. Dann los. Dann einfach mal los. Ärgerlich, dass der Pete weg ist. Der wäre natürlich jetzt krass gewesen. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Cool, dass ich unter durchlaufen kann. Wusste ich nicht. Cool. Ah, hier wäre ein Dodo gewesen auf einmal. Okay, jetzt ist es 1 Grad. Ja, okay. Das kann sein, dass wir nochmal einen neuen Run starten müssen. Das kann sein, dass wir nochmal einen neuen Run starten müssen. Geht aber langsamer runter. Als eben. Mein Problem ist dann nur die Ausdauer irgendwann. Wir laufen jetzt auch mal in Third Person, ne? Einfach damit ich mehr sehen kann und so. 1 Grad. Warum sind es da bei mir 23 Grad? Ja, der Sprung war jetzt nicht so schlau, weil ich da nicht hochgekommen bin. Ich glaube, das kostet auch nochmal Ausdauer. Bin mir aber nicht sicher. Ach, Mann, 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 du, ey. Einmal mit Profis arbeiten, du. Ja, das ist natürlich jetzt ätzend, nicht jetzt unten langlaufen müssen, glaube ich. Ich wollte halt oben durch den Vulkan. Frag mich nicht warum. Ich hatte gedacht, Wärmequelle einmal nochmal kurz antanken, aber. Heiltränke wäre auch ein Ding, ne? Das Ko ist ein Angi? Nee, es war ein Para. Aber ich dachte kurz. Das wäre natürlich jetzt schön. Hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Weil hier Skorpione sind manchmal. Ah, schön einmal weggesplasht hier an der Kante. Wir waren ja letztes Mal sogar schon beim Höhleneingang, ne? Als ich hier gesucht habe. Ich finde den immer nicht, der hier am Vulkan ist. Aber eine relativ witzige Höhle. Oh, Junge. Temperatur 2 Grad, 182 Leben. 175 Leben, da habe ich, glaube ich, kurz falsch angenommen. Ja, das ist nicht so schlau. So, es wird aber hell und damit hoffentlich auch warm. Wie kann es am Vulkan bitte seit 2 Grad haben, wenn wir direkt außen dran sind? Ich weiß halt nicht, was es bringt, ne, hier mit dem Essen. Gegen zu healen. Wird auch Zeit, dass wir den Iro anpassen. Dass der grün wird. Das ging in die Hose. Oh. Oder dadurch, man weiß es nicht. Am Strand wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, einfach das Tempo zu haben, ne? Spring doch. Soll sich schleunigst aufwärmen. Ja, danke für den Hinweis. Wir haben jetzt die Hälfte unseres Lebens ist runter, aber auch viel durch Fallschaden. Also bei 3 Grad geht es scheinbar ganz gut. Wenn der Agi jetzt weg ist, ne? Das wird mich natürlich. Es muss so schnell. Dilo. Es muss so schnell gegangen sein auf einmal auf, weil ich hatte doch 50 Leben. Und das muss ja schneller als im Sekundentakt runtergegangen sein. So. Ich versuche mal kurz runter zum Strand. Ja, den laufen wir davon. Das ist ja kein Problem. Wir müssten eigentlich schneller sein als alles, was hier so rumläuft. Eigentlich. Und ich versuche jetzt einfach mal wegsameres Gelände zu finden, dass wir mal echt sprinten können. Ja, euch brauche ich jetzt gar nicht. Einfach weg mit euch. Das einzige Ding ist dann die Ausdauer. 30 Grad, so. So sieht es dann nämlich aus. Jetzt ist es nämlich schon wieder zu warm. Das ist geil, ey. Die Morgenröte hier ist auch so krass.
Ich leg mich mal kurz hin, das sind Alus. Die beschäftigt sind mit dem Bronto, aber wenn der Bronto uns einmal weghittet, dann sind wir wirklich weg. Und wir haben jetzt noch einen Kilometer vor uns. Wir sind quasi. Also, wir haben ein Drittel des Weges, haben wir jetzt. Wir haben es fast. Ich weiß halt nicht mehr, was hier war. Ich weiß, dass da auch ein paar Raptoren waren und so. Das ist jetzt das Ding ein bisschen mit der Ausdauer, weil wir nicht so krass laufen können. Okay, scheiße. Das ist jetzt ziemlich uncool. Versuch mal im Gehen einfach ein bisschen Ausdauer zu holen. Weil da ist ein Bari und da ist ein Teri und da sind die ganzen kleinen Dilos und so. Du bist Wasser jetzt auch eher ungerne. Wegen der Piranhas. So, jetzt halt bloß nicht mehr dumm sterben. Sagte er und versucht diesen Sprung. Jawohl. Sollte mit dem Tempo eh kein Problem sein, darüber zu kommen. So, das war alles. Also hier war ja eh immer Beef, ne? Bei Survival Evolved war hier auch immer richtig, richtig Beef. Das ist so eine kleine bekannte Stelle dafür, finde ich. Sagt er und sieht den Kanu. Dass die Dilos auch in so einem Viererrudel die ganze Zeit rumlaufen. Iguanodon, das wäre unser, dann wären wir schon dreimal da. So, ich mach mal hier den. Bei unseren Parafreunden, weil die laufen gerade nicht weg. Das heißt, theoretisch, da müssen wir vorweglaufen, weil sonst vergiften die uns. Und dann war es das auch hier. Jetzt nicht so kurz vorm Ziel. Problem ist, dass ich halt am Verdursten bin. 200 Meter. Das muss nichts heißen. Wir müssen. Das ist das Ding. Und jetzt ist meine Ausdauer gleich weg. 120 Meter zum Agi. Loot Drop. 45 Meter. Zum Glück nur ein Iguanodon. Ich bin erschöpft, ich bin erschöpft, ich bin erschöpft. Ach, schön ist es zurück zu sein. Dankeschön. Let's go. Lass uns einmal Wasser holen, mein Freund, und dann müssen wir mal weiterschauen. Hier sieht es ja gerade einigermaßen safe aus. Wir gucken gleich mal in den grünen Drop rein. Vielleicht ist da irgendetwas bei. So, das ist das, was ich meinte. Deswegen habe ich nämlich jetzt mir auf eine Maustaste das gepackt. Also T ist immer noch, du folgst mir, und dann eine Maustaste ist, bitte mal dahin. Damit kriegt man die aus ihrem Film raus, dass die alles angreifen wollen. Das ist ganz praktisch. Weil Passivpfeifen hat da, glaube ich, auch nicht mehr so viel gebracht. Und ach, so, das sind jetzt die kleinen Kombis, ne? Ja, die können wir kurz weg. So, dann möchte ich das einmal alles rüber haben. Das ziehen wir. Nein. Aha! Witzig. Rechtsklick ging da gerade. Also, es geht nur im Menü nicht. Ja. Weil mit Rechtsklick habe ich es ja auch gerade deaktiviert. Zacki. Zack. Zack. Fleisch. Dann hatten wir Folgendes. Das hatten wir hier irgendwie noch. Irgendwo habe ich da einen Fallschirm. Ja, oder auch nicht. Ja, ist das so. Armbrust packen wir trotzdem mal hier unten mit drauf. Und just in case auf einen normalen Fall wechseln. So. Ja, den nehmen wir nochmal kurz mit, habe ich ja gesagt. Denn wenn wir hier schon sind und das hier so riskiert haben, wir. Be ja, komm. Was
soll's. Kann ich den irgendwie noch wegmachen? Ja. Wir fliegen hier mal rüber. Ich habe ein bisschen Sorge, weil das relativ weit ist. Der AG hat nicht so viel Ausdauer. Wir landen vielleicht nochmal kurz einmal hier vorne. Und hier ist ja dieses Insektenvieh. Regionata oder wie das Ding heißt. Und das haben wir auch schon ein paar Mal hier fliegen gesehen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Und natürlich die Thylacoleos, die von außen kommen. Wir könnten aber schon gleich da vorne wieder landen. Also wir machen einmal hier den Zwischenlander. Eieieiei. Da ist es, das ist das, was ich meine. Man schießt ja auch so heftig die Sachen da lang und so. Level 50. Oder Rinjungen hat er. Ach, keine Ahnung. Ich hab's so gesehen, wie man zähmt und so. Alles ein bisschen weird. Aber dann haben wir gleich. Und dann können wir eine Abkürzung kriegen. Wir haben es ja auf der Map eben gesehen. Ich kann ja gleich Luftlinie. Ne, sowieso. Ich fliege ja hier immer um den Redwood so ein bisschen rum. Aus Gründen, weil ich da keinen Bock habe, irgendwie weggenockt zu werden. Und der AG auch noch nicht genug Ausdauer hat, als dass wir darüber fliegen könnten. In einem Zug. Was ja auch nie der Plan war. Na, ich wollte eigentlich gar nicht so tief hier rein mit ihm. Sondern ich wollte ihn wirklich nur zum Tragen haben. Aber gucken wir mal. Ich muss jetzt mal eben aufpassen, gleich beim Biberdamm. Dass die mich da nicht hops nehmen. Und ich will ja nur den Zement haben. Und nicht noch irgendwie was anderes. Also kein Holz, kein gar nichts. Können die alles behalten. Sonst bin ich nämlich gleich zu schwer. Und es ist ja so schon kritisch mit dem Gewicht. So, Karte. Ja. Ja, wir fliegen auf der anderen Seite vom Redwood quasi lang und dann passt das. Dann haben wir's. Aber dann hätten wir mal ein Glas. Also wir machen mehrere Gläser, die ich dann irgendwie in der Kiste speicher. So, da ist auf jeden Fall ein Biber. Und die werden ja wohl ein bisschen sauer, wenn man da an ihre Dämme geht. Theoretisch kann man den Biber einfach auch platt machen, ne? Lass mal versuchen. So. Könnten wir auch 10, wenn hier noch ein weiterer wäre oder so, keine Ahnung. Eigentlich geht es mir nur darum, da safe reinzukommen. Guck mal hier vorne, das geht einer. Das ist ein Damm. Oder? Das ist ein Stein. Ja, das sah so ein bisschen aus dem Damm. Es scheint gerade nur einer zu sein, der hier ist. Ja, der macht das schon. So. Problem ist ja auch Piranhas. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Ich bin ja nicht so schnell, ne? Also, da vorne ist er. Ich würde sagen, ich mache einen heftigen Jump. Die gehe ich erstmal rauf. Die machen wir erstmal nochmal weg. Mit dir. Ist der direkt down gewesen? Ja, cool. Ich versuche jetzt einen Jump zu machen. Ja, pass auf. Agathe hilft uns schon. Oh! Level 15. Ich dachte halt wegen Holz, aber ich finde Mammut besser. Persönlich. Komme ich hier hoch alleine? Wundert mich, dass entweder ist er jetzt gespawnt oder ist einfach nicht mit rausgekommen eben. So, in die Richtung und dann versuche ich direkt. Ja, das klappt irgendwie in anderen Spielen besser.
Nee, 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 nee. Es ist der Biber auch noch. Oh nein, ich bin so dumm. Ich dachte, es wären die... Ja, aber es ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Problem. Was laber ich denn? Ich kann doch hier einfach spawnen. Ja, wie gut. Da bin ich doch direkt an der Quelle hier, oder was? Ja, hä? Also, bitte. Hätte ich das gewusst, hole ich da noch mehr raus. Was ist mit Agathe Power? Sie steht da einfach nur, ne? Ich habe versucht, sie da ranzupfeifen. Können wir da rüberfliegen? Ich dachte schon, jetzt ist wieder alles vorbei, aber ich kann ja einfach hier respawnen, weil ich ja auch keinen Schlafsatz gesetzt hatte, aber das ist ja erst relevant für andere Sachen. So. Ich frage mich jetzt mal, kleiner Voice Crack. Ich frage mich jetzt mal, was so ein Glas dann braucht. 7 Zement, ja, guck mal. Sieben Zement. Die haben einfach meine Leiche weggemacht. Ja, Freunde, ihr könnt alle was abkriegen, das ist alles gar kein Problem. Ich muss nur einmal kurz mein Inventar hier sortieren. So, zack, zack, zack. Die anderen zwei Sachen scheinen kaputt gegangen zu sein. Warte mal. Warum hat denn der 296 Nahkampfschaden? Also da habe ich auf jeden Fall nichts hochgelevelt in den Einstellungen. Aber ist ja insane. 222 Damage hier gegen einen Dilo. Da brauche ich ja gefühlt gar keine Dinos züchten, um die Bosse zu machen. Wenn die von sich aus schon so viel Damage machen. Ja gut. Wir fliegen weiter, wir holen den anderen Stuff. Das ist krass, ich dachte gerade, ich habe es komplett schon wieder hier vermasselt. Aber nein, alles gut. Zum Glück gibt es ja die verschiedenen Spawnpunkte und es war ja echt 50 Meter entfernt oder so. Richtig, richtig gut. Glück gehabt, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir, wenn wir die Wolle holen, quasi, dass wir es instant verbinden können mit der Höhle, die da ist, ne? Mit dieser Lava Cave, aber nope. Leider nicht. Das hat doch schon mal gut geklappt. Wir brauchen auch Crystal dafür, ne? So ein Glas. Ja, zwei. Aber wir haben auch zwei in der Base und wir haben auch die Quelle da direkt. Also alles kein Problem. Dann können wir aber auf dem Rückweg gucken, dass wir einen Anki finden. Nein! Wir nehmen uns einen Anki mit von der Pflanzenfresserinsel. So wird ein Schuh draus, Leute. Siehste, hat es doch noch was Gutes, dass ich hergeflogen bin. Weil ich hätte den Weg sonst nicht auf mich genommen, weil es mir zu lange dauert. Und das sind genau die Sachen, die ich dann meinte. Das wäre super cool. Wenn man das einfach vorspulen würde und so, ne? Hat sie jetzt damit erledigt. Aber. Das heißt, hat sie damit erledigt. Nein, es hat sich damit nicht erledigt, weil ich es jetzt nicht machen, aber das sind so Momente, wo man vorspulen könnte. Dann sind die Folgen noch ein bisschen knackiger und ein bisschen spannender. Aber. So haben wir jetzt den Weg quasi genutzt. Und ich muss ein bisschen auf die Ausdauer achten, tatsächlich. Das ist doch mega gut. Das hätte ich sonst nicht gemacht. Weil das mit dem Pete wahrscheinlich nicht gegangen wäre, weil das zu langsam ist. Ja, doch. Doch, doch. Das nehmen wir mal mit hier. This must seem suspicious. My existence, I mean. I have you at a disadvantage, I admit. I'm operating from a position of near-perfect information, while you are not, to put it mildly. Not that you're unintelligent. Clearly, you're very clever.
to find so many different uses for thatch. I digress again. The point is, you have no reason to trust me. Most everything you've met has tried to kill you. So from your perspective, it follows that I would do the same. You humans do love your patterns. I can't force you to believe me. In fact, I can't compel anyone to do anything. Even when it comes to digital systems, my control is limited. I merely pass on suggestions, not commandments. So all I can do is ask you to believe in me, as I have believed in all of you. Okay, wir haben eine mal 4 Note aufgenommen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier ein Alpha Raptor. Ja, ist es. Und ich werde mal versuchen, den ins Wasser zu locken. Damit wir hier die Attacke machen können. Oder hier rauf irgendwie. Weil das wäre jetzt gut für mich und das wäre gut für den Agi, das jetzt mitzunehmen auf der Mark 4 Note. Und da kommt das ja ganz gut ins Spiel, dass der so viel Damage macht. Ich habe auch nicht geguckt, welches Level der hat. Aber schön, dass das immer noch funktioniert. Ja, muss ich ein bisschen besser timen.